Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch mal zeigen, was ich so letzten Monat gemacht habe und vor ein, zwei Wochen. Denn ich war im Urlaub, dann war ich nochmal auf einem Konzert und ich wollte das jetzt einfach mal als ja, zusammengefassten Vlog machen. Gar nicht lange rumlabern, wir fangen direkt an. Der Urlaub hat in Wernigerode stattgefunden und ich würde sagen, da knüpfen wir an, da habe ich noch relativ viel gefilmt. Ein bisschen früher aufgestanden und so ein bisschen durch die Stadt, habe mir alles angeguckt und sah auch an einigen Ecken sehr cool aus, muss ich sagen. Es ging dann später weiter zu einer Hängebrücke, die seht ihr dann einmal hier und natürlich beschriftet, wo das ist und wie sich das genau nennt. Natürlich darf man nicht vergessen, das Schloss Wernigerode einmal zu besuchen. Und ich muss sagen, Schloss an sich, ja, sieht ganz cool aus. Die Sicht oben schon sehr cool. Aber am besten fand ich natürlich den kleinen Minigarten, weil der einfach so ästhetisch aussah und da habe ich extra mit dem Handy ganz viele Clips gefilmt. Die seht ihr jetzt auch einmal hier. Und ein kleiner Geheimtipp in Anführungszeichen. Natürlich habe ich auch geguckt, wo ich so essen kann und habe mir einen kleinen Snack, würde ich sagen, geholt. Und zwar genau hier und dann einmal das. Und es hat so lecker geschmeckt, Leute. Es war so geil. Es hatte so ein bisschen was von Eierreis irgendwie auch. Ihr wisst ja, dass ich, wie man auch im Hintergrund schon leicht erkennt, ja, so die Museumsästhetik, Indiana Jones, man kann sagen, Paläontologie, Ägyptologie, schon so in diesem Bereich sehr cool finde. Und ich habe was Cooles in Wernigerode gefunden. Da gibt es einen Shop, der hat so Kristalle, Versteinerung, alles. Ich habe einen Fund gemacht und das werde ich euch jetzt mal präsentieren, denn ich bin sehr zufrieden und ich muss sagen, passt perfekt.
So, die Sonne ist jetzt ein bisschen mehr rausgekommen. Und dann kommen wir auch zur der zweiten Sache. Und zwar war ich auf einem Konzert von Atarashi Gakko. Und ich muss sagen, war schon geil. Es handelt sich dabei um eine J-Pop-Band. Die sind, ja, sehr Richtung Party-Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Auch ganz viele Visuals hinten im Hintergrund, Videos abgelaufen. War schon geil. Da kann ich jetzt dazu einmal hier was einblenden. Damit habt ihr die Videos auch gesehen und was sagt ihr? Kann ich empfehlen, auch auf jeden Fall für den Preis. Sehr, sehr gut. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen ein kleiner Zusammentrag. Das nächste Video wieder ein Food-Video. Ich habe ein, zwei Sachen geplant. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Lasst ein Abo da, um mich zu unterstützen. Auch gerne ein Like und einen Kommentar schreiben, würde ich mich sehr freuen. Lese ich natürlich auch immer durch. Und damit bis zum nächsten Mal.